Herzlich willkommen, lieber Fisch. Wir sind in der Woche 15. bis 21.10.2018. Schön, dass du wieder da bist. Wir sind beim Taroskop mit Ella und wir gucken natürlich wieder, welche Energien für dich da so zur Verfügung stehen, was du damit anfangen kannst und worauf du achten solltest. Du ziehst dir das raus, was in deiner Situation hilfreich ist, denn entscheiden und handeln musst du natürlich selbst. Es geht einfach dann nur darum, dich zu inspirieren, dir weiterzuhelfen. So, man kann natürlich nicht dein Leben nach dem Kartenlegen ausrichten, das sollte man auch nicht. Wir haben die 10 der Münzen von außen. Sehr viel Erfolg, Sicherheit, Stabilität in deiner Umgebung. Ja? So, dann haben wir, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst, dein Wunsch in dieser Woche, Hoffnungen und Ängste. Dann haben wir was Gutes für dich, was nicht so Gutes für dich und den möglichen Ausgang in dieser Woche. Und dann kommen natürlich auch wieder die Tageskarten dazu, für dich, wenn ich sie nicht gerade auf den Boden verteile. Sind wir runtergefallen? Augenblick. So. Das passiert schon mal im Eifer des Gefechtes. So, ich mische nochmal. So, dann gucken wir mal, was wir in den Wochentagen haben. Und natürlich gucken wir, welche Energie du nach außen trägst. Schauen wir mal. So, die Energie des Fisches für diese Woche. Ups. So. Und da haben wir Gerechtigkeit. Es geht hier um Gerechtigkeit in dieser Woche. Das ist so deine Energie. Okay. Dann haben wir Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag und den Sonntag. Und natürlich beginnen wir mit der Energie, wie du dich fühlst, wie du über dich denkst. Prinz der Münzen. Das ist eine langsame und stetige Energie, das heißt diszipliniert am Ziel arbeiten und damit auf jeden Fall Erfolg haben. Das ist sehr schön, das ist eine sehr gute Energie. Dein Wunsch in dieser Woche? Ass der Kelche, ein überschäumender Kelch der Gefühle, dein Element Wasser, ja, Gefühl. Das wünschst du dir in dieser Woche, schön. Deine Hoffnung und Ängste? Prinz der Stäbe. Prinz der Stäbe, das ist eine Energie voller Leidenschaft, voller Enthusiasmus, aber leider nicht andauernd. Und ich glaube, das ist deine Angst, wenn du Gefühle schenkst, dass die Leidenschaft und diese Liebe und diese Energie eben nur von kurzer Dauer ist. Das ist deine Befürchtung. Was gut ist für dich in dieser Woche, sind die Liebenden. Also du hast Möglichkeiten. Ja? Das ist auf jeden Fall schon mal gut. Ja, du hast potenzielle Partner oder Partnerinnen, die dich interessieren oder die auch an dir interessiert sind. Was ist denn nicht gut? Die Transformation, der Tod, Veränderung. Vielleicht die Veränderung, dass du skeptischer geworden bist, weil du vielleicht schon das ein oder andere Ding erlebt hast und deswegen auch vorsichtiger geworden bist. Du bist nicht frei von Vorurteilen, wie wir alle nicht. Ne? Wenn man schon mal etwas in dem Bereich erlebt hat, dann ist es einfach so, gebranntes Kind scheut das Feuer und hat natürlich Angst und stellt sich die schlimmsten Dinge vor im Vorfeld schon und ruft dann manchmal auch die Dinge hervor aufgrund dieser Vorahnung. Ja, die 3 der Stäbe, das heißt, du machst dich auf zu neuen Horizonten. Also du bist auf jeden Fall offen für die Dinge. Ja, und hast nichts Konkretes geplant, aber du bist auf jeden Fall offen. Das ist der Ausgang in dieser Woche. Das ist schön. Wir haben am Montag die Energie Königin der Münzen. Das ist eine sehr, wahrscheinlich sehr arbeitsreiche, aber auch sehr effektive Energie am Montag. Am Dienstag Gericht. Da geht es darum, zu urteilen. Wirklich zu urteilen oder beurteilen. Je nachdem, um was es da geht. Am Mittwoch haben wir den Turm. Etwas hält nicht stand. Wahrscheinlich etwas, worüber du dir ein Urteil erlaubst.
ist nicht das, wofür du es gehalten hast, ist nicht so stabil, wie du gehofft hast. Dann haben wir den Donnerstag. Der Donnerstag ist die 10 der Kelche. Und da kommt dann halt, ich sag mal, etwas genau das Gegenteil von dem, ja, am Vortag sozusagen, das hat es nicht gebracht, aber das bringt es voll, ja. Wir gucken gleich mal genauer hin. Am Freitag haben wir 9 der Münzen. Das ist, ja, Unabhängigkeit, Freiheit, Stabilität, Sicherheit, an etwas arbeiten, ja, als Person und natürlich dann auch weiterhin diesen Standard halten wollen. Am Samstag haben wir 4 der Schwerter, Ruhephase. Ruhe dich aus, mach dir Gedanken darüber, was du in Zukunft erreichen willst, welche Horizonte du erobern willst, ja. Am Sonntag haben wir den Ritter der Stäbe, genau das, was du vielleicht befürchtet hast. Es überkommt dich Leidenschaft pur und du befürchtest, dass das eben nicht von langer Dauer ist. Aber schauen wir mal. So, wir haben jetzt halt hier sehr schöne Energien, sehr schöne Wünsche. Wir haben auch die Möglichkeit auf Liebe, aber du hast halt irgendwo auch die, ja, Befürchtung, dass das eben nicht so optimal alles läuft. Wir haben aber hier die 10 der Münzen von außen, also auch sehr, ich sag mal, Menschen, die wissen, wie man sich etwas, ja, erschafft, und du bist in der Situation zu beurteilen, ob das das Richtige für dich ist, ja, und das haben wir ja hier auch nochmal. Aber ich sag mal, wenn der eine durchfällt, kann der andere ja durchkommen, sozusagen. Aber wir gucken mal. Gucken wir nochmal nach dem Prinz der Stäbe. Was haben wir denn da? Das Jonglieren, ja, das Nichtwissen, Konflikt. Ja, das ist so, ich weiß nicht und mal gucken, ja. Die Liebenden, König der Kelche, also da kommst du nicht davon weg, du musst dich halt neuen Dingen auch zuwenden. Was ist das mit dem Tod, mit der Transformation? Da geht es um Sicherheit, Stabilität und ein mögliches Angebot. Und da hast du dich auch eigentlich schon entschieden. Das hat aber, glaube ich, nichts mit Gefühlen zu tun, sondern mit Energie, mit Arbeit, die du da reinstecken möchtest. Und vielleicht hält dich das ja möglicherweise von deinen romantischen Gefühlen ab. Mit den 3 der Stäben gehst du zu neuen Horizonten und das ist auch wieder eine Veränderung mit dem Tod und führt ein bisschen zu Stagnation. Ich glaube, dass du von der einen Sache eingenommen bist, weil du etwas erreichen willst und die andere Sache gerne möchtest, aber nicht nutzen kannst, weil du eben eingebunden bist. So, hier haben wir die Königin der Münzen. Da gibt es noch ein paar Dinge, die unklar sind, ja, die vielleicht noch besprochen werden müssen. Am Dienstag haben wir das Gericht und damit auch die 4 der Schwerter, die hatten wir hier auch. Und das bedeutet, lass dir Zeit mit einer Entscheidung. Ja. Der Turm, klare Ansage mit dem Ass der Schwerter, was nicht geht und was geht. Und damit auch Erfolg, König der Münzen. Dann haben wir am Donnerstag die 10 der Kelche und da triffst du wahrscheinlich jemanden auf Augenhöhe. Das muss nicht direkt Liebe sein, es kann erstmal Freundschaft sein, aber gerade die Dinge, die sich langsam entwickeln, sind von großem Vorteil. Wenn man sich die Mühe macht, jemanden von Grund auf kennenzulernen, dann weiß man nachher auch, worauf man sich einlässt. Und da ist sehr viel Kommunikation, sehr schön. Am Freitag 9 der Münzen und da Erfolg auf ganzer Linie, auch beruflich. Ja, und dafür kämpfst du auch. So, dann haben wir hier die 4 der Schwerter, die wir hier auch schon haben. Da machst du dir um das ein oder andere Gedanken, gerade um dieses liebevolle Angebot. Und dann kommt die Leidenschaft. Ja. Und dann haben wir natürlich am Sonntag den Ritter der Stäbe. Hier, Ritter der Stäbe. Und was kommt hinzu? Natürlich, die Liebenden. Also, du kannst der Liebe nicht entkommen, deswegen mach dir gar keine falschen Hoffnungen, ja, sie findet dich. Das ist schön. So, dann gucken wir mal, was wir für eine Orakelkarte für dich haben. Das sieht sehr, sehr gut aus. Es kann, wie gesagt, sein, dass du manchmal ein bisschen viel Arbeit hast und deshalb dieser Wunsch, der dir ja anscheinend auch erfüllt wird, dass dieser Wunsch eben ja manchmal nicht gelebt werden kann. Kann sein, ne? Aber hier ist die Entscheidung. Ja, manche Sachen müssen halt vorrangig betrachtet werden. So, und deine Orakelkarte lautet Fantasie.
Ich erkenne das Kreative in mir und fördere es. Ja, vielleicht ist das eben eine kreative Idee, die dich vorantreibt, die dir Erfolg verspricht und auch bringen wird. Aber dann muss halt dein Partner, deine mögliche Partnerin, ne, ein bisschen entweder mithelfen oder zurückstecken, zeitweilig. Okay, gucken wir mal. Erzengel Uriel, das ist die Engelkarte. Erzengel Uriel arbeitet auf dem rubinroten Lichtstrahl, der aus purpurnem und goldenem Licht besteht. Das ist der Strahl der Weisheit und Spiritualität. Es ist ein großer Segen für dich, diese Engelkarte zu ziehen, denn Erzengel Uriel wird dir Ruhe, Gelassenheit, Liebe und inneren Frieden bringen. Auch schön. Du bist wiederum dazu aufgefordert, diese wunderschönen Qualitäten an andere Menschen weiterzugeben. Wenn du mit Erzengel Uriel in Kontakt trittst, kannst du danach streben, mit der ganzen Menschheit eins zu werden. Das ist ein Zustand hoher Gnade, durch den du Freude und Freiheit erlangst. Stelle dir vor, dass du einen purpurnen und goldenen Mantel, also in einen purpurnen und goldenen Mantel eingehüllt bist und bitte Erzengel Uriel, dass er dir hilft, dein Bewusstsein auf eine höhere Stufe emporzuheben. Die Affirmation lautet: Ich bin mit allen Menschen eins, in Gelassenheit und innerem Frieden. Ach, schön. Toll. Also es geht um deine kreative Ader. Lebe diese aus. Nimm deinen Liebsten oder deine Liebste mit ins Boot. Erkläre, worum es geht. Sei offen und ehrlich. Und ja, du musst ja die Entscheidung treffen, ne? Dein Umfeld ist auf jeden Fall sicher und stabil. Und die können das ertragen, wenn du sagst: Hör mal, ich möchte gerne das und das machen. Unterstütze mich bitte dabei. Ich glaube, das geht. Das kriegst du hin. Ja? Und da ist so viel Gefühl, so viel Liebe, so viel Leidenschaft. Ich glaube nicht, dass du da irgendein Problem hast, das mit deinem Partner oder deiner Partnerin hinzukriegen. Ja? Ich würde mich sehr für dich freuen. Und natürlich, wenn du was damit anfangen kannst, dass du dann auch mir ein Däumchen nach oben gibst. Ja? Ich wünsche dir alles Liebe, Erfolg und natürlich diesen Frieden, den wir gerade vorgelesen haben. Dann bis nächste Woche. Tschüss.